Und mit dieser schönen Tanzeinlage will ich euch bei Sons of the Forest begrüßen. Ich bin wieder da, euer Wobra. Und ja, Victoria, ich bin mir nicht mehr sicher, wie die junge Frau hier heißt, die dreibeinige und dreiarmige Lady. Aber sie tanzt uns schön ein vor und jetzt geht sie wieder. Bin mal gespannt, wann sie uns so sehr vertraut, dass sie unserem Clan beitritt. Also den Kelvin magst du schon mal, ne? Das ist doch schon mal wenigstens ein Fortschritt. Und wieso habe ich eigentlich nicht die Axt in der Hand? Wir gehen jetzt noch mal nach oben und bauen noch mal ein bisschen. Und dann, ich habe gesehen, ich habe mich informiert wegen der Tür hier. Das geht noch nicht. Da muss ein Bug doch drin sein. Ich weiß zwar nicht, warum ich das hier so machen kann. Keine Ahnung. Ich lasse es einfach mal so. Kann ich den dafür dann hier hin machen? Ist der groß genug? Nö. Gut, gecancelt. Den lasse ich den? Ich muss mal gucken. Hallo, Schneckchen. Würde mich gerne so daneben setzen. Ich mache nichts. Geh mal wieder ein bisschen zurück. Vielleicht kommt sie da ein bisschen mutiger wieder ran. Ich weiß nicht genau, ob man die vielleicht so sogar. Anzeigen kann, dass man nichts tut. Nee, anscheinend nicht. Schade. So, einen nehme ich mir noch ab, weil ich würde gerne da hinten noch einen Boden hinsetzen. Dann mache ich mal eben kurz mit euch im Dunkeln. Obwohl da auch die Eingeborenen kommen könnten. Oh, jetzt sind wir mit einem Mal dunkel. Okay, dann gehe ich doch mal runter und gehe mal schlafen. Bevor wir nachher hier noch schlimmen Besuch bekommen und ihr nachher auch gar nichts mehr seht. Kelvin ist übrigens immer noch am Fische jagen. Wo der jetzt neu anfängt, weil ich gerade eben nochmal laden musste. Weil ich die letzte Folge ein bisschen verkackt hatte. Wir aussehen auf Stopp gedrückt, anstatt die Pause zu beenden. Möchte ich jetzt wieder neu anweisen? Scheint so, ne? Hol Fisch und was kann man noch machen? Nur fallen lassen und mir geben und so weiter. Der ist cool. So, wir wollten eigentlich mal auf Jörg gehen, aber ich würde gerne, ich bin doch so ein bisschen. Bisschen würde ich gerne noch das Häuschen weiterbauen. Das heißt, ich baue nochmal so ungefähr so 5 Minuten mit euch, so dass ihr wisst ungefähr, wie ich das Gebäude haben will. Und dann gehen wir mal los. Dann machen wir mal die nächsten Sachen hier. Ein bisschen Action wollt ihr bestimmt auch haben, ne? Warte mal, war das nicht mit den. Ja, das war ein bisschen. Kann man den jetzt hier kürzen, zufällig? Ja. Schön. Dann brauche ich noch ein paar Stämme. Meine Bäume sind weggespawnt, meine Sachen. Sehe ich gerade. Ich hatte hier nämlich noch welche liegen. Hier vorne und hier. Da ist jetzt nur noch einer da. Und der ist wahrscheinlich gerade erst dahin gerollt. Aber die spawnen wohl weg jetzt mittlerweile.
Schade. Ich glaube, das hier mache ich noch. Normalerweise müsste man hier auch eine Treppe bauen können, so, aber irgendwie. Muss ich das dann wohl doch so machen? Egal, ist ja nicht schlimm. Ist ja auch ein Aufgang. Aber ich werde jetzt mal eben. Mal schauen, wo wir mal hingehen. Ich glaube, wir werden mal. Gehen wir mal nach da oben oder wie gehen wir nach da, ne? Weil hier waren wir schon bei dem grünen. Ne, wir gehen da hin. Ja, da gehen. Dann gehen wir da vorher nämlich da bei dem grünen Ding vorbei. Gehen dann dahin und gehen dann auf den Weg da hinten in die Höhle rein. Das hört sich gut an, aber vorher. Ach, guck mal, sie badet sich. An ihren gebrannten oh. Ich weiß nicht, wie man hier zielt. Okay, das war schon mal ein guter Treffer. Au, du Arsch! Ist ja schrecken. Muss man hier richtig den Speer nehmen? So. Hab ich den nicht auch getroffen? Nee, die habe ich natürlich in die Karpaten geschossen, die Pfeile. Ich wollte eigentlich nur ein Dingens anmachen hier. Kannst du mal nicht immer die hier in der Hand nehmen, bitte? Ich hätte schwören können, ich habe jetzt gerade hinter mir was gehört. Gerne die Pfeile wieder haben, die waren doch recht gut. Da muss ich mir nämlich selber keine bauen, aber ich weiß nicht, wo ich die hingefeuert habe. Man sieht ja so schlecht. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ah, einen. Dürfte der andere Pfeil eigentlich sogar auch hier in der Nähe sein, aber näher dran. Oder auch nicht. Egal. Warte mal. Kannst noch eine Rüstung herstellen? 4. Ja, Seile habe ich nicht. Okay, alles klar. Das hat sich dann schon mal erledigt. Ich würde die Knochen aber gerne behalten, weil die da oben sind nämlich auch weggespawnt zum Teil. Und ich muss mich mal eben waschen. Durstig und hungrig. So, sehr schön, lecker, lecker Fisch, ne?
Aber wir haben jetzt zwei neue Rezepte. Gesundheitsmischung und eine Steinpfeile. 1, 2, 3. Warte mal, zwei nur. Zwei Federn, zwei Stöcke. Und 1, 2, 3, 4. Was denn hier? Ach, Golfbälle, wie, was mache ich denn damit? Gesundheitsmischung ist. Dit und dit, ist das dit? Nein, sollst du das nicht essen. Ja, schon mal eine Gesundheitsmischung, wa? Du hast denn wieder den Stab hingesteckt hier. Mensch. Das hier. Dann hier. Steinlager, Stocklager. Knochenlager. Die machen wir dann direkt mal da rein. Dann mal gucken, ob wir nämlich auch mal ein paar Stoffe finden. Bei den letzten, beim Forest 1 hat man sie ja immer recht viel bekommen, die Materialien. Aber hier ist das wohl nicht mehr so. Schade eigentlich. Entschuldigung. Kleinen Schluck auf. Dann tue ich den doch eben da rein und dann gehen wir, dann joggen wir eben los, ne? Dann, dann war das. Ich müsste eigentlich noch was kochen, was zum Essen mitnehmen. Und meiner schon müde. Wie spät haben wir es denn? Haben wir schon wieder so spät? Und glaube ich, auf dem GPS haben wir, glaube ich, eine Zeitansage, Zeitanzeige, ne? 10.11 Uhr haben wir es doch erst. Wieso ist der denn jetzt schon müde? Merkwürdig. Aber dann gehe ich mich gleich nochmal ausschlafen. Kevin, ey. Das ist mein Held, der Kevin. Ich höre doch hier die ganze Zeit jemanden marschieren. Ah, du weißt für mich. Nö. Rennt nur weg. So, aber bevor wir gleich hier keine Zeit mehr haben, bringe ich nur noch den weg hier und lass Kevin mal Kevin sein hier. Ich hoffe nicht, dass er drauf geht. Ich hoffe, der kann schnell genug laufen, bevor der nachher das Zeitliche segnet. Das wollen wir ja auch nicht. Und hier ist er, so wie es aussieht, bisher am sichersten. Und da hat er auch hier unsere kleine Süße mit dabei. Ich habe schon gedacht, du hättest hier was getan. Wo ist mein Feuer hin? Hier hat irgendwas in der Hand. Aber schön, wenn man ihr was geben könnte, ne? Oh. Wollte eigentlich so machen, hier und da ein bisschen was zuwerfen. Das Feuerzeug brauchen wir jetzt nicht. Kommt die denn so, der angerannt? Die hat irgendwas in der Hand.
Sie hat immer noch Angst. Das ist irgendwie... Kann ich ihr das hier nicht zuwerfen? Ist das jetzt fertig, das der... Ah, jetzt. Ich will mal ein bisschen schlafen. Schlafen kann man hier wohl öfters. Ja, im Dunkeln ist das natürlich ein bisschen blöd. Von daher. Ich höre hier links immer irgendwelche Schrittgeräusche. Ich weiß ja auch nicht. Obwohl der Fisch da oben ist, der andere Fisch ist verdorben. Das heißt, wir brauchen neue Fische. Mache ich das nochmal an. Koch nochmal und dann gehen wir mal los. Hört ihr das auch links? Was, wenn da irgendjemand... hier links die ganze Zeit ankommt. Merkwürdig. Merke gewürzig. Warte mal, ich kann direkt mal was trinken gehen. So, da hinten waren wir schon drauf. Der ist immer noch nicht ganz ausgeruht, ne? Der hat jetzt einen kompletten Tag gepennt. So, ich gehe jetzt los, weil ansonsten wird es zu spät. So, da war ich ja schon, dann gehe ich jetzt da in die Richtung. Das heißt eigentlich nur den Flusslauf folgen. Ja. Genau, wir gehen da rein. Dann gehen wir da oben in die Höhle rein. Mal gucken, was uns dort erwartet. Ich bin ja mal gespannt wie ein Flitzebügelchen. Und wieso hat er meine wieder die Dings wieder weggetan? Das ist schlimm mit dem Kerl. Pazifist ist das. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Ich nehme die Heidelbeeren einfach mal mit hier. Haben wir hier noch mehr. Lachsbären. Ist das jetzt ein Baum oder ist das irgendwas anderes hier? Hier ist ein Baum, ne? Sah von weitem aus, wenn da jemand stand. So, allzu schnell möchte ich jetzt auch nicht laufen. Aber ich tue es einfach. Bei Essen haben wir dabei, Trinken haben wir auch dabei. Falls zur Not haben wir noch was, noch unsere Flasche. Ach ja. Vielleicht finden wir auch ein paar neue Pflänzchen. Schön die Augen offen halten, ne? Nicht, dass da irgendjemand uns überrascht hier. Kann sein, dass die Jungfrau uns nachher noch besuchen kommt. Dass die nochmal hier vor bei uns vorbei huscht. Liegt da einer? Ist auch wieder nur kaputt an der Sahne, so ein bisschen komisch aus. Was ist das? Achso. Okay. Ja, genau. Ja. Haben die mich wieder gesehen? Verstecken sie ja bestimmt wieder im Busch.
Ich bin nur ein Wandersmann. Das ist ein Vogel. Ich wollte gerade sagen, was fliegt denn hier rum? Erst gedacht, es wäre eine Mücke oder so. Oh, wie geil ist das denn hier? Geil. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Gehen wir hier unten lang. Obwohl, wenn da oben was ist, verpasse ich das nachher. Da was? Nee, ne? Ne, es sind nur Steine. Ja. Da bei den Grünen rechts unter, also unter uns, da waren wir schon. Also nicht gleich in Panik verfallen, da waren wir schon. Oh, das wäre ja mal eine gute Stelle hier gewesen, da. Oh, die sieht ja mal richtig geil aus. Und das könnten wir uns merken hier. Einfach in den Flusslauf in Folgen. Das sieht richtig gut aus. Da kann man ein bisschen größer bauen auch. Das sieht immer gut aus. Also falls ich dann noch mehrere Folgen machen sollte, nachdem ich hier die ganzen Sachen besucht habe und herausgefunden habe, wie was wo ist, kann man sich hier mal niederlassen dann. Sieht zumindest ziemlich cool aus. Und da können wir dann auch eine dicke Wand ziehen. Vielleicht sogar eine Doppelwand. Und in den Doppelwänden dann Fallen reinbauen. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Oder was meint ihr? Ich hab etwas trinken, ich krieg Durst. Ja, super. Es war nur ein Schlückchen. Hab hier wieder super gesorgt für mich. So, ich renne mal ein bisschen. Damit wir auch was schauen können, damit wir heute noch was sehen. Vielleicht irgendwas Nettes. Etwas Blondes. Im Bikini. Hier durch den Wald. War da eine Pflanze, oder? Nee. Sah dann nur so aus. Heckenkirsche. Die war doch giftig bei The Forest immer, ne? Jo. Ach, guck mal, hier piepst es. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich hab was. Irgendwas musste man hier noch machen. Ich habe aber irgendwie keine Ahnung, der Libby hat das gestern gemacht. Ah, okay. Kann sein, dass es Winter wird hier im Spiel. So weit waren wir noch gar nicht. Mir fasst dann noch aus, weil die Blätter hier braun werden. Ja, da. Der arme Kerl. GPS-Peilsender haben wir noch gefunden. Und eine Taschenlampe. We have a lamp. Das ist doch sehr gut für die
für den Höhlengang. So, warte mal, von da kam ich. Ne, von da kam ich. Dann gehen wir in diesen grünen Punkt. Ja, grünen Punkt da doch. Mit dem bin ich, fühle ich mich irgendwie sicherer mit dem Stab. Er hat wahrscheinlich dieselbe Idee. Oder ist ein Dorf von denen? Könnt ihr mal, ne? Ganz ruhig. Schön durchs Gebüsch anpirschen. Ob das geht? Hört sich nicht so an, ne? Oder holt sich da gerade einen runter? Die Ferkel. Der liegt im Busch, ist also gut versteckt. Oder auch nicht. Boah, Junge, hast du mich erschrocken. Oh. Nichts da. Ja, was ist denn das? Irgendwie tut er noch gar nichts, ne? Ich klau dir das mal, das braucht ihr eh nicht mehr. Ihr habt ja eh nichts zum Anziehen. Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Huch, der ist mir aus der Hand gerutscht, tut mir leid. Deren Waffen können wir nicht mehr aufheben. Oh, der auch. Ich war's nicht. Irgendwas höre ich da hinten noch mit rumgrummeln. Der reißt sich doch bestimmt los, wenn ich den... Ja, der sieht doch mal nett aus. Kann ich den auch zähmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der will nicht gezähmt werden. Ist da noch irgendwo was? Ich lasse den mal lieber da so hängen. Das ist mir nicht ganz geheuer. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Hier, der war es, ne? Ja, der hier war es. Ich wollte ja in die Höhle da, ne? Gehen wir erst in die Höhle und dann gehen wir da draußen drum vorbei, hier dran. Hier ist leider nichts für anderes. Ach, das ist die Höhle, wie wir angekommen sind. Ich wollte sagen, das ist die Höhle, die wir wo wir angekommen sind. Das war die da vorne. Da rennen wir eben kurz schnell hier hin, zu der hier. Denn der Kram nicht gerade jemand an mir spurtet. Bevor ich dann noch mehr an... Boah, Vogel! Junge, hab ich erschrocken. Kann da... Aha, okay.
mal ein bisschen rumgucken, weil könnte ja immer noch irgendwo was rumliegen, was man mitnehmen könnte. Auch schon wieder lang dran jetzt, ne? Ist auch schon wieder 30 Minuten. Nee, Leute, da muss ich jetzt Schluss machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Denkt an das Like und das Abo, wenn ihr noch nicht dran gedacht habt. Und wir sehen uns morgen. Euer Wobra. Ciao, ciao.